Wie sieht das Ganze aus, wenn man im PES 2020 den EM-Titel gewinnt? Servus oder so und herzlich willkommen zu einem Video einfach in Pro Evolution Soccer 2020. Denn in dem Spiel gibt es ein höchst interessantes, brandneues Update. Man liest da auch direkt schon UEFA Euro 2020. Ich klicke da jetzt mal drauf und dann starten wir einen neuen Pokal. Und der Wettbewerb heißt natürlich UEFA Euro 2020. In der Realität kann das Turnier leider nicht stattfinden. Dafür haben wir das Turnier jetzt zumindest hier im Spiel. Ich werde den Modus einfach mal testen. Die Einstellungen können wir ja direkt mal so lassen. Als Team wähle ich natürlich, es ist ja gar keine Frage, Deutschland aus. Und mal so nebenbei, erinnert ihr euch noch an mein Video, in dem ich in FIFA 18 einfach nur die WM in dem damaligen WM-Modus durchgespielt habe? Das hat mittlerweile einfach über 1,6 Millionen Aufrufe und ist damit mit Abstand mein am meistgeschautestes Video auf dem ganzen Kanal. Kann mir nicht vorstellen, dass hier was Ähnliches passiert, aber gut. Ich könnte jetzt die Gruppeneinteilung verändern. Aber das wurde ja auch in der Realität schon ausgelost. Und dann lassen wir das auch so. Wir in Gruppe F mit einfach Frankreich, Portugal und Nordirland. Die zumindest sollten wir auf jeden Fall schlagen. Und jetzt gibt es hier ein kleines, sehr interessantes Intro. Das ist halt auch so eine Sache, die ich mir unbedingt anschauen möchte. Sogar richtige Spielszenen. Sehr, sehr geil. Lukaku, Shaqiri und dann wieder so eine Einblendung. Fernando Torres. Da das Tor von Eder damals gegen Frankreich. Und dann noch diese kleine, schöne Animation mit dem Pokal. Und jetzt steht hier auch schon direkt das erste Spiel an gegen Frankreich. Und das System kann man ein paar Einstellungen treffen. Bei Informationen können wir uns wahrscheinlich die anderen Gruppen anschauen. Aber die haben jetzt auch alle noch nicht gespielt. Und natürlich gibt es auch einen Strategiebereich. Rechts drüben sehen wir auch schon die mögliche Aufstellung von Frankreich. Kylian Mbappé interessanterweise nur auf der Bank. Aber gut, warten wir mal ab, wie es dann wirklich kommt. Ich denke, genau so werde ich das Ganze mal angehen. Quasi eine Fünferkette mit Klostermann und Schulz als offensive Außenverteidiger. Post Kimmich Mittelfeld vorne. Gnabry, Werner und Sané, das ultimative Tempo. Und im Laufe des Turniers können wir dann ein bisschen durchtauschen. Die Taktiken lasse ich mal genauso eingestellt. Man muss ja auch sagen, so besonders gut kenne ich mich jetzt bei Pro Evolution Soccer nicht aus. Zumindest im Vergleich zu FIFA. Kapitän ist Neuer. Die Freistöße wird vor allem Toni Kroos treten. Er kann die auch mit Abstand am besten. Auch die Strafstöße darf er gerne übernehmen. Und dann passt eigentlich alles. Und wir können zum ersten Mal die Zeit vorstellen, zum nächsten Spiel springen. Welches Stadion ist dann hier ausgewählt? Die Fußballarena München. Hätten die da in der Realität auch gespielt? Wahrscheinlich schon, oder? Also kann's jetzt losgehen. Das Spiel lädt und nun sehen wir das Stadion. Deutschland gegen Frankreich in der Fußballarena München, aka Allianz Arena, sogar mit Spielertunnel. Das hatte ich ja schon mal in einem Video gezeigt und das sieht richtig, richtig geil aus. Genauso ist der ja auch in der Realität gebaut. Die Spieler laufen ein und nun die Nationalhymnen. Wir beginnen mit Frankreich natürlich. Ich habe jetzt den Ton so leise eingestellt, dass ich selbst gar nicht hören kann. Aber sieht schon echt nicht schlecht aus, muss man sagen. Und nun, meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich vom Platz. Wir hören die deutsche Nationalhymne und sehen dazu die ganzen Spielergesichter, finde ich. Die haben sie schon relativ gut getroffen, alle. Aber vor allem, was die Grafik angeht, ist es halt immer mega Geschmackssache. Ob man jetzt PES mehr feiert oder FIFA. Der Handshake darf natürlich nicht fehlen. Wir leben hier ja in einer Realität ohne Corona. Unsere Aufstellung kennen wir ja schon. Jetzt noch kurz die von Frankreich. Wir wollen natürlich vor allem über Konter kommen. Aber ich muss halt auch jetzt ehrlich zugeben, ich habe schon seit Monaten kein Pro Evo mehr gezockt. Und dementsprechend könnt ihr hier keine großen Wunder erwarten. Über links geht es mit Leroy Sané. In der Mitte natürlich nur ein gewisser Timo Werner. Deswegen keine Flanke. Schön gespielt. Serge Gnabry, der erste Schuss. Aus dem Winkel natürlich schwierig, aber ich wollte es halt einfach mal versuchen. Griezmann legt den ab und dann die erste Tormöglichkeit für Frankreich. Komm, jetzt sind wieder wir dran. Aber ich muss schon sagen, ich habe richtige Probleme, mich da vorne durchzuspielen. Sané, Kopfball und der geht nicht rein. Aber ich habe es mal mit einer Flanke versucht. Das ist gefühlt die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, weil Frankreich steht mit richtig vielen Leuten da am eigenen 16er. Und keine Angst, von den anderen Spielen werde ich da natürlich nicht mehr ganz so viele Szenen zeigen. Aber jetzt ist es ja noch was ganz Besonderes, weil es das erste Spiel ist. 1:0 durch Timo Werner. Deutschland führt gegen den Weltmeister. Gnabry über außen setzt sich da durch und dann der Pass zu Kimmich, der weiter rein in den 16er, muss man sagen, ganz schlecht verteidigt von den Franzosen. Da steht, glaube ich, der Bayern-Spieler Lucas Hernandez viel zu weit weg von seinem Gegenspieler. Aber natürlich ist der Schwierigkeitsgrad hier auch nur auf Fortgeschrittene eingestellt. Das werde ich dann vielleicht auch noch im Laufe des Turniers verändern. Es ist schon Halbzeit. Frankreich gerade nochmal mit dem Schussversuch. Es steht 1:0
kurze Pause für uns. Die Statistik spricht auch eher für Deutschland. Und ohne großes Geschwafel geht's direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Komm, wir wechseln jetzt auch mal aus. Reus für Sané und Goretzka für Klostermann ins rechte Mittelfeld. Da kann ich mir den sogar relativ gut vorstellen auf der Position. So als offensiven Außenverteidiger in einer Fünferkette. Ganz schön gespielt. Timo Werner ist auf und davon. Timo Werner! Sein zweites Tor im Turnier bereits. Und das zweite gegen den Weltmeister, gegen Frankreich. Hier der Ballverlust. Tah erobert die Kugel. Und dann geht's ganz schnell. Ich sehe die Lücke. Reus leitet den direkt weiter. Und dann ganz starker Abschluss von Timo Werner. Also steht jetzt schon fest, ich werde die Schwierigkeit fürs zweite Spiel auf alle Fälle hochschrauben. Ich konnte mich halt nur jetzt absolut nicht einschätzen zu Beginn. Timo Werner ist schon wieder durch. Der spielt den rüber für Reus. Und ich dachte schon, der geht an den Pfosten oder so. Timo Werner jetzt noch mit einer Vorlage. Es steht 3:0. Schießt Deutschland noch ein viertes. Hier ist Serge Gnabry. Bringt den flach zu Reus. Ey, was ist denn los hier jetzt? Am Anfang ging echt gar nichts, aber jetzt zum Spielende. Da sind auf einmal Lücken da. Gnabry über die rechte Seite, dann die flache Flanke. Das habe ich wirklich mit Absicht gemacht. Und damit endet das erste Gruppenspiel gegen den Weltmeister Frankreich einfach mit 4:0. Natürlich eine extrem große Genugtuung für Deutschland nach der letzten Weltmeisterschaft. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Hier sehen wir dann auch die ganzen anderen Ergebnisse. Aber dazu kommen wir später dann genauer. Portugal gewinnt auf alle Fälle gegen Nordirland. Das ist keine so große Überraschung. Gegen die spielen wir einfach als nächstes. Jetzt aber erstmal ein paar Einstellungen verändern. Schwierigkeit auf Profi. Die Halbzeitlänge werde ich aber etwas verringern. Also es dauert das ewig, bis ich hier durch bin. Also besser direkt weiter mit dem nächsten Gruppenspiel. Portugal gegen Deutschland im St. Petersburg-Stadion. Cristiano Ronaldo, sehr interessante Frisur. João Felix sehe ich da, glaube ich, auch. Kurz die Nationalhymnen. Ich muss euch das ja jetzt nicht immer komplett zeigen. Wobei die Spielergesichter bei Portugal dann eigentlich schon wieder eine relativ spannende Geschichte sind. Pereira, Patricio und dann natürlich ganz am Ende noch Cristiano Ronaldo. Den gilt es in Schach zu halten, auf der erhöhten Schwierigkeit. Bin mal gespannt, ob mir das gelingt. Portugal in einem 4-3-1-2 würde ich es mal nennen. Relativ zentral angelegte Formation. Bei uns habe ich ein bisschen verändert. Reus hat mir einfach so gut gefallen. Der muss von Anfang an spielen und Goretzka ist wieder im rechten Mittelfeld zu finden. Ich habe es ja gesagt, der passt einfach mega gut auf die Position. Toni Kroos ist mit dabei bei diesem Konter und jetzt läuft Schulz durch die Lücke. Das ist Schulz! Riesenchance, die unser Linksverteidiger da vergibt. Vorlage von Kroos und dann der Versuch. Solche Dinge hat Timo Werner vorhin noch verwertet. Aber der ist natürlich auch Stürmer. Serge Gnabry. Im Zentrum ist nicht wirklich jemand zu finden. Deswegen jetzt der Versuch aus der zweiten Reihe von Leon Goretzka. Alles in allem klares Übergewicht bis zur Pause für Deutschland. Aber was ganz klar fehlt, sind die Tore. Zumindest eins davon sollten wir jetzt in der zweiten Halbzeit erzielen. Und das kann doch wohl nicht so schwierig sein. Kontersituation für Deutschland. Timo Werner ist schnell ohne Ende. Timo Werner. Patricio hält den sogar nochmal einen Nachschuss von Reus. Wir müssen was verändern, sonst wird das hier nichts. Neu im Spiel unter anderem Kai Havertz, der es hier mal aus der zweiten Reihe versucht. Aber das kann er auf alle Fälle besser. Von Portugal eigentlich immer noch gar nichts zu sehen in der Offensive und dann diese Möglichkeit. Cristiano Ronaldo natürlich. Leroy Sané, auch der ist neu im Spiel. Kam für Marco Reus in die Partie. Die letzte Spielminute läuft. Wir haben dann nochmal Kai Havertz. Aber am Ende bleibt es einfach torlos. 90 Minuten ohne eine einzige Bude. Zumindest die Torhüter können sich freuen. Die Schwierigkeit kann ich ja dann eigentlich so lassen. In der nächsten Partie muss es unbedingt wieder anders werden. Wir bleiben damit aber Erster in der Gruppe. Wenn ich so recht überlege, jetzt spielt dann Portugal gegen Frankreich. Ich glaube, wir können auch gar nicht mehr ausscheiden. Trotzdem möchte ich gegen Nordirland natürlich unbedingt den Gruppensieg klar machen. Spiel Nummer 3 in Rom. Letztes Gruppenspiel. Auch hier natürlich Spielertunnel am Start. Wir springen einfach sofort rein. Die Aufstellung muss ich euch noch kurz zeigen. Ich bin jetzt für diesen Gegner auf ein 4-2-3-1 gewechselt, weil wir müssen einfach das Spiel machen. Da passt, wenn wir ein bisschen offensiver agieren. Und für die Gesamtstärken unserer Spieler ist es sowieso viel besser. Die können dann alle noch viel eher auf ihren Lieblingspositionen agieren. Das könnte die erste Möglichkeit geben. Sané im 16er. Relativ frei ist da Marco Reus. Marco Reus!
Der erste Schuss im Spiel, 13. Minute, Deutschland liegt vorne. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für den Gruppensieg, wie ich es angekündigt habe. Gut gemacht von Sané, dann Reus zu frei, linker Fuß. Und schon liegen wir in Führung. Viel Platz für Reus schon wieder, das gibt's doch nicht. Der ist abgefälscht und geht vorbei. Klostermann hat sich da irgendwie über außen durchgesetzt. Erst täuscht die Flanke an, verliert den Ball, holt ihn sich zurück. Dann der Pass zu Reus. Der Ball wird irgendwie abgefälscht und geht knapp vorbei am Tor. Schon wieder die rechte Seite, etwas überladen. Schöne Flanke auf Sané. Ey, wenn der Schuss reingeht, dann eskalieren wir alle komplett. Zur Pause steht es nur 1:0. Weil wir hätten halt eigentlich mehr Tore erzielen müssen. Und ich werde für die K.O.-Phase dann die Schwierigkeit nochmal nach oben pushen. Weil vor allem offensiv bringt der Computer immer noch gar nichts aufs Feld. Wobei das natürlich auch daran liegen könnte, dass wir nur gegen Nordirland spielen. Die haben jetzt einen Eckball hinterklärt, den ganz entspannt. Links oben konntet ihr vielleicht gerade die Wechsel sehen. Es steht halt immer noch nur 1:0. Eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Der eingewechselte Julian Brandt im Ballbesitz. Dann geht's weiter mit Gündogan. Auch der ist neu, verliert den Ball. Und dann diese Kontermöglichkeit. Aber Tah sollte zur Stelle sein. Ist er nicht. Über links kommt Jones. Klasse. Passt jetzt vielleicht die Abschlussmöglichkeit und das Gegentor. Die Nummer 7, McChin, trifft. Und mit einem Unentschieden würden wir halt höchstwahrscheinlich den Gruppensieg verpassen. Wir müssen jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Genau das tun wir mit Serge Gnabry. Der sieht im Rückraum einen gewissen Goretzka. Schöner Pass. Timo Werner, jawohl, Junge. 89. Wir liegen wieder vorne. Nochmal Nordirland. Komm, Manu, den musst du doch haben. Das gibt's doch nicht. Dieser McChin trifft noch zum 2:2. Also damit hätte ich jetzt absolut nicht mehr gerechnet. In der Nachspielzeit, da hat den Ball eigentlich schon. Gündogan kommt nicht mehr hin. Die Nummer 8 passt den einfach wunderbar in den Raum. Manuel Neuer kommt raus. Steht dann irgendwo. Aber halt nicht da, wo er eigentlich stehen müsste. Und damit sieht es hier doch wieder nach einem Unentschieden aus. Genau so ist es auch. Reus freut sich trotzdem extrem. Wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter, aber das war ja vorher schon klar. Normalerweise sollten wir jetzt aber nicht mehr Erster sein. Außer natürlich Portugal gegen Frankreich endete mit einem Unentschieden. Aber das sehen wir ja jetzt gleich. Frankreich schlägt Portugal mit 2:0. Hier noch die anderen Ergebnisse. Jetzt können wir uns generell mal alle Gruppen anschauen. Wir wurden Zweiter, Frankreich vor uns. Und das, obwohl wir die komplett abgeschossen haben. In Gruppe A ist Italien vorne, dann Wales, dann die Türkei. Schweiz mit 0 Punkten raus. Gruppe B, Belgien Erster, keine große Überraschung. Dänemark ganz knapp vor Russland. Niederlande und Österreich setzen sich in der Gruppe C durch. In Gruppe D sind Kroatien und England mit dabei. Das ist keine große Überraschung. Gruppe E, Spanien und Schweden auf 1 und 2. Und dann ist auch schon nur noch unsere Gruppe da. Sind ja nur 6 bei einer EM. Und jetzt bin ich mal gespannt, gegen wen spielen wir als Erstes in der K.O.-Phase. Wir spielen gegen Dänemark. Behaupte ich mal, ein verhältnismäßig einfacher Gegner. Also vor allem, wenn du als Gruppenzweiter wirst. Ich wage es jetzt trotzdem. Ich stelle die Schwierigkeit auf Top-Spieler. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Für die K.O.-Spiele habe ich mich jetzt auch extra noch umgezogen. Das Trikot stimmt für Dänemark gegen Deutschland. In der Johan Cruyff Arena findet das Ganze statt. Kurz die Hymne von Deutschland. Danach natürlich die von Dänemark. Da sind auch einige Bundesligaspieler dabei. Gut, was heißt einige? Zumindest zwei jetzt mal in der Startelf. Ich meine natürlich Delaney im rechten Mittelfeld und Yusuf Paulsen im Sturm vorne drin. Ich werde wieder im 4-2-3-1 agieren. Die Formation gefällt mir einfach besser. Damit komme ich noch viel eher klar. Und ich meine, wir spielen ja jetzt auf Schwierigkeitsgrad Top-Spieler. Das wird ja so schon eine riesengroße Aufgabe. Hier ist direkt mal Marco Reus. Der Pass kommt gut und irgendwie setzt sich Werner durch. Perfekter Start ins Spiel. 4. Minute. Deutschland liegt vorne. Und für meinen Geschmack war das richtig, richtig geil gespielt. Reus raus für Gnabry. Gnabry zurück zu Reus. Der geht auf die Grundlinie, passt ihn wunderbar rein und Werner kommt an den Ball. Boah, wie geil ist das denn bitte? Das 1:0 schon so früh im Spiel. Da fällt mir jetzt natürlich ein riesen Stein vom Herzen, weil ich jetzt halt schon Angst hatte, dass ich überhaupt keine Chance mehr habe. Aber bis hierhin sieht es eigentlich genauso aus wie zuvor. Die Führung hat bis in die Pause rein Bestand. Das Krasse ist einfach, dass wir schon wieder fast gar nichts zulassen. Jetzt haben wir da eine riesen Überzahlsituation in der Offensive und das muss es doch eigentlich sein. Der eingewechselte Kai Havertz scheitert am Keeper. Ich wechsle auch nochmal. Hector für links hinten. Ich hoffe, das gibt dem Ganzen weitere Stabilität. 10 Minuten haben wir jetzt noch. Kai Havertz mit dem schönen Traumpass für Serge Gnabry. Was eine Bude. Das wichtige 2:0. Erstmal rühren. Essen ist fertig. Ich würde mal sagen, wir stehen so gut wie sicher im Viertel
Viertelfinale. Nochmal mega viel Platz für Sané. Bekommt er den noch rübergespielt? Bekommt er ein weiteres Tor von Timo Werner, der in diesem Turnier einfach komplett eskaliert. Jetzt steht's aber fest. Es geht eine Runde weiter für Deutschland. Souveräner 3:0 Erfolg am Ende. Gegen wen spielen wir in der nächsten Runde? Ihr seht die ganzen anderen Ergebnisse. Sieht so aus, als würden wir gegen Italien antreten. Und das ist natürlich jetzt schon wieder ein ganz anderes Kaliber. Gegen die spielt Deutschland ja mega ungerne. Wobei das letzte Mal, als wir bei einer WM gegen die gespielt haben, sind wir doch, glaube ich, im Elfmeterschießen weitergekommen. Aber das heißt für dieses Spiel rein gar nichts. Da stehen ja zwei komplett andere Mannschaften auf dem Feld. Bei unserer Mannschaft gibt es zudem eine Veränderung in der Startaufstellung aufgrund von einer Verletzung. Dazu gleich mehr. Erst die Aufstellung unseres Gegners. Italien natürlich mal wieder eine Mannschaft im 4-2-3-1. Aber wir spielen ja mit der gleichen Formation. Kroos fehlt eine Woche lang circa verletzt. Ich hoffe, er ist fürs nächste Spiel wieder zurück. Goretzka rückt für ihn in die Mannschaft. Aber apropos nächstes Spiel. Damit es das überhaupt geben kann, muss ich diese Partie erstmal gewinnen. Wir sind auf der Suche nach der Lücke. Warum umgehen wir das Ganze nicht und versuchen uns einfach mal aus der zweiten Reihe, in diesem Fall mit Marco Reus. Den konnte Sirigu noch halten. Das soll sich hier gleich ändern mit Timo Werner. Der läuft aufs Tor zu, bremst ab. Dann der Pass in den Rückraum und der Schuss von Goretzka. Bis zur Pause steht es weiterhin 0:0. Wir haben auf alle Fälle deutlich mehr vom Spiel. Aber ich merke schon, auf dieser Schwierigkeitsstufe gegen so einen guten Gegner ist es echt richtig schwer, in den 16er reinzukommen. Da muss wirklich alles stimmen, vor allem für einen unerfahrenen Spieler wie mich, Werner. Ey, der Typ ist eine absolute Tormaschine. Vor allem aus dem Winkel musst du den Ball erstmal so im Tor unterbringen. Reus hat den dann ganz stark erlaufig und aus der Drehung quasi spitzelt er ihn in die lange Ecke. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Tor für uns. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in diesem Spiel noch viele Tore fallen werden. Wieder Werner. Glanztat von Sirigu, der Ball kam ganz komisch. Ich wechsle aus. Gündogan und Hector sollen das 1:0 mindestens verteidigen. Und vielleicht gelingt uns ja auch noch ein zweites Tor. Wieder Werner. Und wieder Sirigu. Fehler von Gündogan im Aufbauspiel. Man merkt, Italien spielt jetzt super offensiv. Chiellini ist da vorne mit dabei. Und das gibt uns eigentlich einige Lücken im Konter, die man dann natürlich auch erstmal ausnutzen muss. Eine schöne Flanke. Die können die Dinger alle nicht reingehen. So braucht Italien, hat weiterhin nur eine Möglichkeit. Wieder der Pass. Dieses Mal kommt er bei Leroy Sané an und dieses Mal landet er auch im Netz. Und ich würde behaupten, das ist die Entscheidung. Und genau so ist es. Deutschland zieht ins Halbfinale ein. Kroatien wirft Wales raus. Frankreich besiegt Belgien. Und Spanien geht 4:1 gegen die Niederlande unter. Bedeutet, wir spielen jetzt im Halbfinale wahrscheinlich ausgerechnet gegen die Niederländer. Und so ist es auch. Die müssen ja in einer absolut brutalen Form sein. Wir kennen deren Team ja eigentlich relativ gut. Aus der Qualifikation noch. Spielen im Wembley Stadium gegen Van Dijk und Co. Toni Kroos ist leider immer noch verletzt. Deswegen auch keine Änderung in unserer Startaufstellung. Bei den Niederländern spielt einfach kein De Ligt. Stattdessen Ake in der Innenverteidigung. Dann auch kurz unser Team. Ich denke, ihr kennt es mittlerweile. Freistoß für die Niederländer. Mittlerweile sind einfach 36 Minuten in diesem Spiel vergangen. Und es gibt einfach absolut keine Torchancen. Ich habe solche Probleme, mich bei denen durchzuspielen. Aber das Gleiche gilt halt eigentlich auch für die Holländer. Die kommen jetzt mal und schießen ganz knapp vorbei. Ganz schwierig zu verteidigen. Luke de Jong mit dem Rücken zum Tor zieht dann auf. Aber der Ball landet zum Glück neben dem Kasten. Natürlich steht es 0:0 zur Pause. Was anderes hätte diese Partie bis hierhin aber auch nicht verdient. Kontergelegenheit nach einer Ecke, das ist Marco Reus. Es geht weiter über die rechte Seite mit Leroy Sané. Der hat hier sehr viel Platz, der gegnerische Torhüter kommt raus. Der lupft und der landet im Netz. Richtig geiles Tor, da versagt mir kurz die Stimme. Keinen Plan, was der gegnerische Torhüter da gerade gemacht hat. Ich glaube, Sillissen ist es. Kommt erst raus und bleibt dann im Niemandsland stehen. Dann wird es natürlich ganz einfach, den zu überlupfen. Ein Konter führt zum 1:0 richtig stark. Emre Can darf auch mal spielen und Brandt kommt rein. Aber weiter geht's nochmal, Julian Brandt. Und dann der Pass ausgerechnet zu Emre Can. Der stand nicht im Abseits. Ja, dann müssen das einfach Tore sein. So brauchen die Niederlande halt weiterhin nur ein Tor. Und dann würde es hier in die Verlängerung gehen. Aber wir verteidigen das eigentlich relativ gut. Hier mal die erste Schussmöglichkeit nach einer halben Ewigkeit. Knapp 5 Minuten sind noch zu spielen. Und wenn wir die überstehen, dann heißt es Finale. Genau da wollten wir natürlich von Anfang an hin. Neuer kommt raus, faustet ihn weg, anscheinend ein Foul an ihm. Oder nein, ich glaube es war Abseits. Der Schiedsrichter beendet die Partie und dadurch wird der Traum wahr. Deutschland schlägt im Halbfinale die Niederlande mit 1:0. Es ist knapp, aber es bedeutet einfach den Finaleinzug. Wer
Wer ist unser Gegner im Finale? Es sind natürlich die Franzosen, schlagen Kroatien mit 1:0. Im Gruppenspiel sah Frankreich ja nicht besonders gut gegen uns aus. Und es wird Zeit, das jetzt dann zu wiederholen. Es gibt nochmal eine kleine Animation passend zum Finale. Das letzte Mal hat Cristiano Ronaldo den Pott hochgehalten. Und hier und heute soll es gleich wieder Deutschland tun. In welchem Stadion spielen wir jetzt? Das Finale findet in Wembley statt. Und da sehen wir die Trophäe. Sieht das Ding schon immer so aus? Muss ja eigentlich so sein, sonst hätten die das hier sicherlich nicht eingebaut. Aber so den Pokal von der Europameisterschaft hat man halt gar nicht ganz so krass im Kopf, wie jetzt den WM-Pokal zum Beispiel. Deutschland gegen Frankreich, schon absolut krasses Finale. Aber ja eigentlich genau das, was man erwartet bei so einer EM. Wir hören noch kurz die Hymne unseres Gegners, sehen auch schon gleich den ein oder anderen Spieler von ihnen. Das ist eine brutale Mannschaft. Und so spielen sie. 4-2-3-1 mit Pogba und Kanté im Mittelfeld. Kylian Mbappé, ihr Stürmer. Es erinnert ganz stark an die Mannschaft von der WM 2018. Hier unser Team. Toni Kroos ist rechtzeitig fürs Finale wieder fit. Und jetzt gibt's kein Zurück mehr. EM-Finale 2020 startet jetzt. Direkt mal eine starke Balleroberung und dann der Pass in die Tiefe. Werner geht ab gegen Varane. Das ist Timo Werner, schwacher Abschluss. Aber wir geben direkt mal ein Signal. Frankreich muss megamäßig aufpassen, weil sonst kontern wir sie hier einfach immer wieder aus. Und irgendwann landet der Ball dann schon im Tor. Hier ist Leroy Sané. Leroy Sané! Die Abschlüsse müssen einfach deutlich besser werden, weil sonst kommt Kylian Mbappé, läuft auf Neuer zu. Ich komme nicht mehr hin. Glanzstart von Neuer. Absolut kranke Parade. Gerade nochmal Glück gehabt. 0:0 heißt es hier zur Pause in einem ziemlich ausgeglichenen Spiel. Und ich darf jetzt auch nicht mehr großartig an die vergebenen Chancen denken. Einfach auf die zweiten 45 Minuten konzentrieren. Gnabry gegen Griezmann. Bleibt im Ballbesitz. Dann kommt die Flanke. Werner ist da. Nochmal Werner. Und dieses Mal ist er drin. Timo Werner im dritten Anlauf. Also wenn man den Schuss von vorhin mitzählt. Das beginnt ziemlich unscheinbar mit Gnabry ganz weit rechts draußen. Dann die Flanke und der Abschluss erst geblockt, von Lloris gehalten und dann nochmal der Versuch. Frankreich muss jetzt mal das Liefern anfangen. Aber ich bin natürlich froh drum, wenn sie es nicht tun. Hier ist Serge Gnabry und das muss ich selbst versuchen. Frankreich hat gerade Dembélé eingewechselt. Das ist mein Stichwort. Hab jetzt auch zweimal getauscht. Ihr habt es ja gesehen. 2 Minuten noch auf der Uhr. Dann ist Deutschland möglicherweise Europameister. Frankreich schnappt sich den Ball nochmal. Aber Tah ist da. Mittlerweile die Nachspielzeit angebrochen. Hier ist Gnabry, schickt Klostermann. Ich werde jetzt nicht versuchen, da irgendwie den Ball zu halten. Stattdessen spielen wir nochmal schön um den 16er mit Kimmich und dann versuche ich's. Aber jetzt ist eigentlich die Zeit abgelaufen und wir haben einen Eckball. Den bringt Reus jetzt nochmal rein. Der kommt eigentlich ganz gut. Gnabry kommt nicht ran. Der Schiedsrichter muss jetzt eigentlich abpfeifen und das tut er in diesem Moment. Deutschland gewinnt die Europameisterschaft. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt, was Konami da für Animationen auffährt. Wie sieht das Ganze aus, wenn man im PES 2020 den EM-Titel gewinnt? Die Ersatzspieler waren auf alle Fälle auch schon mal am Start. In der Mitte da der Kameramann von diesem Kreis. Werner und Reus freuen sich. Die waren auch wirklich sehr stark, alle beide in dem Turnier. Vor allem Werner ist komplett eskaliert. Da sehen wir Manuel Neuer mit der Trophäe. Deutschland UEFA Euro 2020 Gewinner. In den K.O.-Spielen waren es eigentlich immer ziemlich knappe Ergebnisse. Aber das Krasse war einfach, dass wir kaum Gegentore kassiert haben. Also ich habe wirklich seit Monaten kein Pro Evo mehr gezockt. Nur sonst spiele ich das ja relativ selten. Und trotzdem war das Verteidigen so einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele Stufen es noch über Topspieler gibt. So die erfahrenen Spieler unter euch können mir gerne in die Kommentare reinschreiben, auf welcher Stufe ihr spielt. Und das war's vor den Animationen. Jetzt können wir uns vielleicht noch ein paar Statistiken von dem Turnier anschauen. Die K.O.-Phase hier nochmal im kompletten Überblick. Top-Torjäger wurde am Ende natürlich Timo Werner mit unglaublichen 7 Buden. Das ist halt brutal stark. Reus 3 Tore. Insigne sehen wir da Bale und ganz, ganz viele andere Kandidaten. Aber mit Werner kann halt keiner auch nur ansatzweise mithalten. Vorlagengeber gibt es hier auch. Da ist De Jong am stärksten. Reus nur auf der 2. Gnabry sehen wir. Leroy Sané. Schon ein paar deutsche Spieler am Start. Bei Regeln werden wir, glaube ich, nichts wirklich Interessantes erfahren. Mannschaftsinformationen. Ach, da könnte ich jetzt quasi einfach nochmal alle Teams durchschauen, wer da so spielt. Und dann hier die Gesamtstärken sehen. Aber ich denke mal, die kennt ihr alle. Das passt schon so. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst auf alle Fälle einen Daumen da. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich mit dem Modus noch so anstellen könnte, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Ich verabschiede mich also mit dem EM-Titel. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Euer Bernie. Auch endlich mal wieder Pro Evolution Soccer gezockt. Hat definitiv Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt der 2. Tag ist, an dem ich das aufnehme. Weil gestern ist einfach mittendrin meine Grafikkarte komplett abgesoffen. Die ging dann auch nicht mehr. Zum Glück hatte ich die 2. rumliegen und konnte es zum Laufen bringen. Letztes Video noch im Video. Infocard, weitere Videos. Zieh's dir gerne rein.